5 Level stehen in der Superstar Boulevard noch aus. Ob wir die heute gleich direkt in einem Zug schaffen werden, schwer zu sagen, ich glaube nicht. Und deswegen sage ich heute auch mal vorsichtig Servus Leute und willkommen zu einer weiteren Folge von New Super Mario Bros. U Deluxe. Theoretisch ist es möglich, aber für eine 20 Minuten Folge, dass wir da wirklich drauf kommen, müssten wir wahrscheinlich das ein oder andere Ding sogar first tryen. Und dass wir wirklich so ein Glück haben wie beim letzten Mal, wo wir einfach das erste und das dritte wirklich gefirst tried haben. Ich glaube nicht, dass uns das heute gelingen wird. Vor allem der erste Name macht mir schon ein bisschen Angst. Hammerhöhle. Das heißt, könnte vielleicht eine Höhle voller Hammerbrüder sein. Ich hoffe bitte nicht, bitte nicht. Hammerbrüder, unnötigster Gegner überhaupt. Okay, nee, es ist eine Eishöhle. Das ist aber auch nicht unbedingt gut, weil da ist die Chance groß, dass man jetzt irgendwo schnell durchflitzen muss. Ansonsten... solche Dinge. Ach, solche Dinger sind das. Das ist mit Hammer gemeint. Ist ja noch ätzender. Okay, da oben ist irgendwas. Nee, nee, keine Lust darauf. Und man bekommt einen super Hörnchenanzug. Pff. Auf jeden Fall nicht verlieren. Mich verwirren die Koopas ja auch ein bisschen. Hä, aber das kannst du ja nicht bringen. Na okay, wahrscheinlich nur für ein One-Up, aber brauche ich jetzt nicht unbedingt. So, erste Sternmünze bisher noch nicht irgendwo in Sicht. Könnte hier was sein. LOL, das kann man sogar durchsehen. Gebt euch das, das sieht man sogar ganz leicht. Alles klar. Hätte ich theoretisch sogar leicht übersehen können. Aber nee, hat funktioniert. Da oben ist eine Röhre. Derzeit habe ich gar nicht mal so viel Angst. Aber aufgrund, da die Röhre da nicht reingeht, könnte es sein, dass ich schon irgendwo was übersehen hätte. Das heißt, ich bin jetzt trotzdem mal vorsichtig. Okay, nee, da oben scheint nichts zu sein. Nee. Hey, das gibt's ja nicht. Nee, da geht's tatsächlich nicht rein. Aha. Muss wohl hier irgendwo noch eine Röhre sein. Keine Ahnung. Ich habe zwar schon wieder Vermutungen, wo was sein könnte, aber ich möchte nicht, dass sich die Vermutung irgendwie bewahrheitet. Aha, da unten. Okay, ohne Flughörnchenanzug niemals. Muss natürlich ein bisschen schwieriger sein. Und es bringt mich da. Wie willst du? Achso, da unten ist ein B-Switch. Oh je. Okay, nee, das schaffen wir ohne Probleme. Das ist nicht mal. Ich bin zu dämlich für alles, ich weiß. Nein, Alter! Das kann ich doch nicht bringen. Das ist easy. Ja, es ist so leicht. Stellt euch das mal vor. Deswegen habe ich das auch gerade gefirst tried. Na gut, dann kommt jetzt Trick 17 in Kraft. Der nicht funktioniert. Oh. Ach, man kann also gar nicht hochfliegen, wenn man ein Ding in der Hand hat. Alles klar, gut. Schön zu wissen. Hast du schon wieder innerhalb von, 2-3 Minuten schon wieder bewiesen, wie dämlich man eigentlich in einem Videospiel sein kann. Und wer schafft das natürlich? Der Guxer, wer denn sonst? Vor allem, ich hatte 21 Folgen vorher Zeit, dass ich das, also 21 Folgen, die wir bisher rausgebracht haben, auf meinem Kanal. Ich hatte 21 Folgen Zeit, um das auch, nee, das ist schon wieder dämlich, ich brauche den Pilz. Muss ich mich kurz umbringen. Du hattest 21 Folgen Zeit, dass du das austestest vielleicht, sogar in der ersten Welt gleich direkt. Ob man mit dem hochfliegen kann. Ne? Kommst du gerade in der schwierigsten Welt von allen, kommst du da drauf? Natürlich. Das Problem ist halt, die P-Eiche, die habe ich halt auch schon verschwendet. Okay, die brauchen wir hier auch nicht. Im schlimmsten Falle gibt es ja noch immer die Pichette-Krone, aber ich möchte nicht zu dieser Waffe greifen. Das wäre sonst, könnte man sagen, ich bin gescheitert. Ich habe nicht gesagt, ich möchte mit Mario hier das Ganze durchstehen. Und das heißt, eine Pichette-Krone würde meinen Plan ein bisschen durcheinander werfen.
Gut, oh, nicht runterfallen, nicht runterfallen. Ganz langsam runtergleiten. Okay, das ist ein bisschen knapper als ab. Eieiei. Halt dich fest, Junge, halt dich fest. Ja, ich bin vielleicht ein bisschen jetzt am Durchflitzen. Punkt 1, weil ich tatsächlich die Hoffnung habe, dass wir das schaffen können. Also, dass wir da durchkommen. Eieiei. Dass wir da eventuell vielleicht wirklich drei Level oder schaffen können, so wie beim letzten Mal. Gut. Ich halte jetzt mein Maul und konzentriere mich lieber. So. Da rutscht ein bisschen, okay. Das ist natürlich alles ein bisschen risky hier. Natürlich, es ist ganz easy. Was habe ich da beim letzten Mal gerade aufgeführt? Wo ich da war. Ist ja voll peinlich. Das ist tatsächlich sogar noch die zweite. Es ist halt nur die Frage, wo sich jetzt die letzte verbirgt. Ich habe eine leise Vermutung. Also, dass man da jetzt irgendwie vielleicht hochfliegen muss. Es wäre zumindest nicht das erste Mal, dass so ein Drecksteil so dämlich platziert wäre. Schauen wir mal. Okay, ne. Ich sollte trotzdem jetzt mal ein bisschen diese Dinger lassen, diese Experimente. Das ist gerade gefährlich, wie ich hier lebe. Okay, da ist ein P-Switch. Nee, das ist nicht gut. Oh, meine Güte, da oben. Das ist jetzt gerade. Eieiei, okay, ich bin down. Ja, verdammt. Nee, ich hätte mich doch. Ich hätte mich noch retten können. Boah, Markus, das Level ist so einfach. Trotzdem bist du zu dämlich, dass du es schaffst. Okay, was habe ich am Anfang gesagt? Eine PR-Hilfe brauchen wir hier nicht. Hier wäre es jetzt gerade richtig nützlich gewesen. Weil dann wäre das nicht passiert, dieses Chaos. Alles klar, ich glaube, das wären mehr als 20 Minuten heute. Ey, Markus, Alter, konzentrier dich doch. Nee, aber ich glaube, das ist jetzt bisher wirklich das einfachste Level von allen. Würde ich jetzt mal behaupten, also vom Aufbau her. Es ist halt wirklich nicht schwer, es ist wie einfach so einen normalen es ist so wie dieses Höhlenlevel einfach aus Welt 3. Halt nur mit mehr Lücken, aber sonst ist das eigentlich ganz easy. Ich weiß, ich sollte mein Maul halten und gar nichts dazu sagen, weil sonst wäre ich schon durch. Wenn es doch so einfach wäre. Ja, aber manchmal überwiegt einfach die Dummheit. So wie bei mir. Ich muss aber sagen, es war auch ein reiner Zufall, dass ich da oben diese Eichel gefunden habe. Also einfach nur wegen den Münzen, die weisen ja schon irgendwie darauf hin, dass da vielleicht was sein könnte. Also manchmal ist es einfach die Logik, die mir da weiterhilft. Ja, und manchmal eventuell auch nicht. So. Ich glaube, das ist auch fast das kürzeste von allen. Ich sage jetzt natürlich absichtlich fast. Also das Level vom letzten Mal, das zweite, dieses Wüstenteil, das war kürzer, aber da musste es doch nur kurz durchrushen. Und das war mehr mit Glück verbunden als alles andere. Ganz ehrlich, dieses zweite Level vom letzten Mal. Wenn du da nicht irgendwie, keine Ahnung, wenn du das Level nicht kennst, bist du aufgeschmissen. Ich glaube nicht, dass es irgendjemand bei First Try geschafft hätte. Also beim allerersten Mal durchspielen. Nicht mal irgendwelche Hardcore-Gamer. Okay, es wird sicher Leute geben, aber das ist halt wieder mit. Alter, ich mache schon wieder zu viele Experimente. So, ich weiß, wo die letzte ist. So, und jetzt wieder schnell zurück. Bam, hochfliegen und dann haben wir das. Es ist doch eh nicht so schwer. Einfach nur ein bisschen, ja, okay, ein bisschen Glück ab und zu auch, aber ansonsten passt das hier. Bitte sag, du Teil gehst nicht mehr zurück.
Komm rüber. Richtig. Und dann haben wir das. Also, 10 Minuten für das hier verschwendet. Theoretisch könnte ich nach der Aufnahme dann nachgucken, was so andere Leute hier geleistet haben. Die meisten sind wahrscheinlich einfach so durchgeflitzt. Ich bin einfach nur froh, dass es nichts mit den Hammerbrüdern zu tun hatte. Hammerbrüder wäre wahrscheinlich das Schlimmste. So, was haben wir als nächstes? Unvernunft im Sumpf. Oh je, gut. Das ist die Limonaden-Dschungelwelt, das heißt, es wird violettes Wasser sein. Natürlich ist es so. Und es ist der ätzende Hintergrund. Das ist nicht gut und es ist wieder eine Eichel. Das willst du mir jetzt nicht wirklich erzählen, oder? Was soll denn der eine Block da in der Mitte? Unvernunft im Sumpf. Freut mich zwar, dass es sich reimt, aber es hört sich halt nicht nett an. Und es geht um... Da kann wieder überall alles versteckt sein. Vor allem ich traue, natürlich. Ich wollte schon sagen, ich traue dem Teil nicht ganz. Oh Gott, das war jetzt ein Fehler. Ich glaube, jetzt ist mein wichtigstes Teil weg. Also ohne den wird's... Okay, da oben ist ein Block. Bitte sag, da ist nicht nur... Bitte sag, da sind nicht nur Münzen drin, komm. Oh, danke, du enttäuscht mich nicht. Eieiei. Das will... Alter, ist das dein Ernst? What the... Fuck? Okay, gut, haben wir geschafft. Ich muss jetzt nur den richtigen Zeitpunkt abwarten. Das war nicht der richtige. Es fällt runter, oder? Es fällt runter. Es bleibt stehen. Boah, Glück gehabt. Nee, nee. Ich weiß schon, was er will. Safe don't ne. Okay, gut, hat sich erledigt. Dann halt nicht. Ich wette, wenn ich da jetzt dahin stampfe, kommt eine Liane raus. Wow, lol. Ich bin jetzt leicht verwirrt. Ich dachte eigentlich an den zwei Blöcken nebenbei kommt eine Liane raus, aber nicht hier. Auch hier ist die Sternmünze. Oh je, Mini. Aber es sieht nach einem First Try aus, tatsächlich. Wo bringt mich das Teil hin? Es ist okay, da ist gleich direkt die Röhre. Ja gut, passt. Dann schnell ab ins Ziel. Aber trotzdem will ich vorher nochmal kurz überprüfen, was wäre jetzt hier gewesen. Nur ein One-Up, oder? Och Mann, ey. Wo bin ich froh, dass ich es nicht ausgetestet habe. Es hätte sein können, dass ich darauf reinfall. Lol. Das Teil hat... Pff. Okay, letzte Hürde. Sie ist nicht leicht, aber sie ist möglich. Schnell darüber. Gut, da ist das Ziel. Alles klar. First Try geschafft. Lass ich gerne so stehen. Habt ihr das gerade gesehen? Da hinten war noch ein Bowser Junior. Ey, ich habe jetzt gerade geguckt, ob bei mir die Aufnahme noch läuft. Habe ich jetzt komplett verdrängt. Ganz egal. Okay, das war ein Easy Level. Brennende Klippen. Gut, es wird ätzender natürlich im nächsten. Brennende Klippen. Das sage jetzt nicht, das ist wirklich ein Lava-Level. Okay, nee. Es ist zwar die Musik aus der letzten Welt, aber... Es hat... Hui! Es hat nichts mit irgendwie mit Lava zu tun. Alles klar. Ja, wow. Okay, die sterben uns jetzt wenigstens einfach. Und mir kommt Mario sehr, sehr groß vor. Generell, die Welt ist ziemlich groß. Ich hab so eine leise Ahnung. Nee,
Schade. Man darf natürlich alles annehmen. Also, das, so ist es natürlich nicht. Okay, einfach reinspringen, natürlich. Markus, machst du alles richtig. So, da unten sehe ich schon, was Sache ist. Boah, sowas ist natürlich noch lame. Es ist eine Röhre. Da könnte man sich ein bisschen mehr Mühe geben, weil das ist halt wirklich... Okay, so lame das Ding versteckt ist, umso ätzender ist es natürlich dann innerhalb. Da hast du keine Chance, ne. Das bringst du nicht über die Bühne. Obwohl, vielleicht... Das war, glaube ich, sogar die richtige Entscheidung. Ach so, du musst darüber. Ja, cool, gut. Also, so wie ich mich kenne, hätte ich wahrscheinlich jetzt einfach probiert, Augen zu und durch. Das war tatsächlich sogar noch die zweite. Also, die Levels sind derzeit sehr kurz. Boah, oh ja, natürlich, ja, ja. Das sag jetzt nicht, dass das das Ende ist. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Nee, ist es nicht. LOL, natürlich. Was ist denn das bitte? Da muss jetzt schnell sein, aber ordentlich. Ja, okay, zu spät. Ich brauch die... Das waren Dreiteiler. Das kleine Mario ist jetzt schwer. Ich hoffe, ich brauche den verdammten Koopa, bin ich irgendwo. Brauch ihn, da unten ist irgendwas. Okay, gut, nur eine Röhre. Was heißt nur eine Röhre? Ey. Junge. Das ist ja schlimmer als The World Hardest Game. Das ist also so in etwa ist das aufgebaut. Also, der komplette Levelverlauf. Oh mein Gott! Wie willst du denn jetzt wieder rauskommen? Es war dämlich, dass ich den Pilz verspielt habe. Das schaffst du niemals. Oh Gott! Dennoch sind wir noch nicht am Ende. Es ist noch nicht vorbei. Der Spaß findet noch hier seinen Mittelpunkt. Jetzt ist das noch uneben, dass du halt gar nicht mehr damit rechnen kannst, was da jetzt... Ah, was da jetzt passiert? Hammer's jetzt! Was ist hier los? Okay, ist einfach nur zu Deko, keine Ahnung. Oder zu irgendwie zur Verwirrung. Nice, dann haben wir das. Okay, wir haben es noch nicht. Okay. Nee, nee, ich lasse das jetzt so stehen. Ich weiß, dass das da oben nur dazu da ist, dass man halt den Fahnenmast erreicht. Aber warum sollte ich jetzt mein Leben riskieren, wo wir es so schön da durchgemacht haben? Würde ich nicht einsehen und würde ich auch nicht machen. Da müsste ich schon ein bisschen einen Vogel haben. Aber gut, das heißt, wir haben wieder drei Level geschafft. Ich schaue gerade auf die Zeit. Ja, wir haben... Ich würde sagen, das lassen wir so stehen. Die letzte Folge war auch nur 19 Minuten lang. Ich meine, warum sollte ich mich jetzt noch stressen, wenn es eh ganz locker in der letzten Folge dann geht? Heißt natürlich, dass die letzte dann vielleicht nur so 12, 15 Minuten lang ist, aber ganz ehrlich... Haben wir wenigstens würdigen Abschluss. Also, Leute, ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.